Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Jesus sagt, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das ist so eine wunderbare große Nachricht. Und sind wir uns wirklich bewusst, wen wir aufnehmen können? Sind wir uns bewusst, dass wenn wir einen Gesandten Gottes aufnehmen, einen Propheten, wie Jesus sagt, oder einen Gerechten, oder wenn wir einen Becher frisches Wasser jemand geben, oder auch wenn wir einen Priester aufnehmen, sind wir uns bewusst, wen wir da aufnehmen? In den Kleinsten seiner Brüder und Schwestern nehmen wir Jesus auf. Und wir nehmen dann auch den Vater auf. Und Maria zeigt uns als Erste, wie das möglich ist. Sie hat Jesus aufgenommen. Und mit Jesus hat sie auch den Vater in ihrem Herzen aufgenommen. Möge das die große Freude von uns Christen sein, dass wir nie entmutigt werden, weil wir wissen, wer wir sind, wer in uns lebt, wer in uns lebendig ist und durch wen wir gesegnet sind. Und so möge der Herr uns auf die Fürsprache Mariens, der Königin des Friedens und ihres unbefleckten Herzens segnen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Uns allen einen gesegneten Tag.